Oh mein Gott, Freunde, ich habe mal wieder mega Pech. Und zwar ist mein YouTube-Kanal komplett verbuggt. Meine Videos werden den Leuten nicht mehr in der Abo-Box angezeigt. Man kann meine Videos gar nicht mehr richtig finden. Meinen Kanal kann man nicht mehr finden, wenn man über die YouTube-Suche sucht. Es gibt keine Benachrichtigung mehr für meinen Kanal. Ich habe schon mit dem YouTube-Support geschrieben. Das wird jetzt wahrscheinlich innerhalb von einer Woche gefixt. Aber anscheinend, ja, ist mein Kanal verbuggt. Das heißt also, dieses Video, wenn ihr es gefunden habt, dann seid ihr einer der wenigen, weil, ja, aktuell ist dieser Kanal wohl verbuggt. Ja, freue ich mich. Also, ich kann leider nichts ändern. Ich hoffe, dass euch die Videos vielleicht trotzdem angezeigt werden. Wenn ihr hergefunden habt, auf jeden Fall erstmal trotzdem einen wunderschönen guten Morgen. Ich ziehe es natürlich weiterhin durch, euch hier jeden Tag den Shop zu zeigen, auch wenn es jetzt die meisten Leute gar nicht sehen werden. Aber ja, wir hoffen einfach das Beste. Also, euch erstmal einen wunderschönen guten Morgen. Und wie jeden Tag schauen wir uns auch heute wieder gemeinsam den neuen Shop an. Also, let's go. Ich klicke direkt mal oben drauf. Und zwar haben wir da heute, es lädt erstmal wieder sehr, sehr lang. Okay, die Pakete hier haben wir drin, weil es geht noch weiter, nee, es geht nicht noch weiter nach rechts. Und dann haben wir mal ganz oben als erstes den Lace-Skin drin mit dem Teddybären, ist ein nicer Skin. Paradox, den mag ich gar nicht, würde ich mir nicht kaufen, genauso wie auch, oh ne, die Eisigtacke, die mag ich, die würde ich empfehlen, aber den Torbogenleiter, den Equilibrium, den hasse ich, den würde ich mir niemals kaufen. Dann haben wir noch Grimmar drin, ja, auch ein cooler Skin mit so einer Kapuze dazu. Und der Hacke, die auch sehr mächtig ausschaut. Dann haben wir als nächstes den Ram-Räuber. Das war ja eigentlich ursprünglich der Iconic-Skin. Also so sollte mal der Iconic-Skin aussehen. Und tatsächlich war dieses Skin erst ein einziges Mal im Shop drin. Also den konnte man wirklich erst ein einziges Mal bisher kaufen. Vor, warte, wie viel? Ich gucke mal ganz kurz nach. Vor 45 Tagen konnte man den einmal kaufen. Es gibt 4 Varianten davon. Also ihr seht schon die, ne, warte, gibt es 4? Ja genau, es gibt 4 Varianten, das ist der 2., der 3. und der 4. Ja, mit verschiedenen Gesichtern. Warte, es gibt 5. Es gibt 5? Das ist der letzte, das ist die 5. Variante. Krass, dass es mal 5 gibt, ganz merkwürdig. Dann gibt es hier ein Paket für 1600 V-Bucks mit diesem Backpack, diesem Backpack, diesem Backpack, diese Hacke mit dem Sound, Achtung, mit dem Sound, diese Hacke und dann diese Hacke noch. Mit diesem Sound für insgesamt 1,6, also man spart 1000 V-Bucks, ist, wenn man sich die Sachen hier alle einzeln kauft. Genau, dann haben wir noch den Nickerchen-Skin für 1,5. Oh, finde ich auch ganz cool. Dazu dann die Überlebenskünstlerin aus Season 1, ein richtiger OG-Skin. Gebrochenes Eis, auch eine sehr, sehr geile Lackierung, die animiert ist. Ja, auf dem Account habe ich es jetzt nicht gekauft. Showstopper, würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Dann Zahnseinwirbler, gerade für die Leute, die jetzt damals den OG-Zahnsein-Emote leider nicht haben konnten. Für die ist ganz nice. Und dann auch der Süße davon watschen. Den finde ich auch cool. Der ist cute. Einfach mal davon watschen. Ist ein Fortbewegungs-Emote. Den kann ich sehr empfehlen. Ansonsten, die Pakete sind immer noch alle drin. Ja, das war's dann schon zum heutigen Fortnite-Shop. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Tragt den Creator-Code Snoxy ein. Und dann, ja, hoffe ich, ihr habt einen wundervollen Tag. Ich hoffe, dass YouTube das schnell wieder behebt mit den Bugs, dass mein Video wieder angezeigt wird. Und dann hören wir uns spätestens morgen wieder. Bis dahin, macht's gut und haut rein. Tschüss.